Meine Damen und Herren, er hat mitgespielt und zwar fantastisch in dem fantastischen Film Knallhart, in dem fantastischen Film Krabat. Er war in dem großartigen Film Der Vorleser ein großartiger Hauptdarsteller. Er ist jetzt hier bei uns in Wien, weil er mitgespielt hat in dem fantastischen Film Same, Same, But Different. Ich freue mich sehr, hier ist er, David Cross. David Cross. Hallo. Und vielen Dank, dass du da bist, weil wir wissen, eine Krankheit hat dich eingeholt. Ach so, wenn du ich das bist ein bisschen krank. Du bist ein bisschen krank, ne? Ja, das ging heute. Ich komme von Madrid, da hatte ich eine Premiere, da ist Krabat rausgekommen, 2 Jahre später nach Deutschland. Ja. Und dann ging das am Flughafen los, leider. Und das ist nicht so schön, öffentlich krank zu sein. Welche Krankheit ist es? So eine Magen-Darm-Krankheit. Dann haben wir die nur, lieber Robert, Magen-Darm, da kann man gar nichts machen. Da bringt es auch nichts, sich zur Seite zu drehen. Das geht über Berührungen und die Luft. Deswegen haben wir hier grünen Tee. Dankeschön. Gelben Tee. Was hast du jetzt für ein Leben eigentlich? Also du kommst gerade aus Madrid, bist du unglaublich viel unterwegs? Musst du jetzt auch dann immer zwischen den Kontinenten hin und her pendeln, zwischen Kambodscha und Los Angeles? Oder hast du einen Ruhepol irgendwo auch? Ja, also im Moment geht es schon ein bisschen drunter und drüber, so wo ich bin. Aber zum Beispiel, dazu könnte ich was erzählen, wir haben ja in Kambodscha den Film gedreht. Ja, same, but different. Neuer Film von Deadlift Book und David Cross in der Hauptrolle. Und wir waren da wirklich auf dem Land, in so einem sehr armen Dorf auch. Und, ja. Und dann haben die Produzenten vom Vorleser angerufen und haben gesagt, ja, du sollst jetzt nach New York kommen. Wir wollen eine Premiere machen. Und dann musste ich wirklich sozusagen aus diesem Dorf in Kambodscha sozusagen zum Flughafen fahren. Und dann bin ich sozusagen einmal um die Welt geflogen und dann wieder zurück ins Dorf. Mit Magen-Darm-Virus? Ohne. Ohne diesmal. Ja. Den du aber damals vielleicht schon in dir trugst. Genug wahrscheinlich. Deine erste große Rolle war, glaube ich, in Knallhart, auch von Deadlift Book. Mhm. Warst du wirklich in dem Eimer? Aber da gab es diese berühmte Szene, wo du einen Kübel auf dem Kopf hattest und eine Gang hat mit Baseballschlägern draufgeschlagen. Warst du drin wirklich oder war es ein Dummy? Ich habe es nicht gemacht. Aber ich habe zum Beispiel, wir hatten auch eine Szene in Same, Same, But Different, mein Charakter erschießt eine Kuh mit einer Bazooka. Und das habe ich auch nicht gemacht. Mein Charakter erschießt eine Kuh. Ja, das kann man wirklich in Kambodscha machen. Also es gibt wirklich Touristen, die... Ja, wirklich, ja. kein Spaß. Also, ja, ja. Falls du mal... Ich bin jetzt ein bisschen neidisch, um ehrlich zu sein. Ja. Es geht im Waldviertel sicher auch. Ja, das hast du mit dem Strache nicht machen können. Ne? Weil wir jetzt so viel schon über den Film Same, Same, But Different geredet haben, ein kurzer Ausschnitt vom neuen Film von David Cross, Same, Same, But Different, Regie Deadlift Book. David Cross im neuen Deadlift Book Film. Was ich fragen muss, vielleicht bist du auch angepisst, dass man dich das ständig fragt, aber natürlich bist du auch darüber irgendwie bekannt geworden, dass du mit Kate Winslet in Der Vorleser eine Sexszene hattest. Mit der Kuh superer. Stimmt es, dass die Sexszenen in Der Vorleser relativ spät gedreht wurden? Erst nachdem du 18 geworden bist, weil man vorher das nicht drehen durfte? Ja, da gibt es so ein Gesetz in Amerika, das sozusagen, das ist zum Schutz für mich, dass ich als Schauspieler nicht in eine Situation gelange. Aber zum Beispiel, es ist komisch, weil die dürften zum Beispiel Kühe erschießen, aber sie dürfen halt nicht... Kate Winslet schicken. Ja, interessant. Verrückte Welt. Aber da war es dann so, dass du 17 warst, ihr habt den Film fast fertig gedreht und dann hat man gewartet und gewartet, dass du endlich 18 wirst. Ihr hattet deine Geburtstagsparty. Und wie war dann der erste Tag, als du 18 warst? Sofort ins Bett mit Kate Winslet? Nee, also es war sowieso eigentlich, ich fand es sowieso gut, dass wir es relativ am Ende gemacht haben, dann hat man sich schon mal ein bisschen gekannt. Ja. Und Das ehrt dich. Nein, aber man muss das so sagen, es gibt ja wahrscheinlich nichts Unerotischeres als Sexszenen im Kino. Ist es so? Ja. Also was hatte Kate Winslet an? Oder war die wirklich nackt? Es kommt halt immer drauf an, was gerade gefilmt wird. Also. Ja.
Ja. War das dann sehr nervig, die Szene? Oder war das irgendwie auch ein bisschen gut? Also es ist, glaube ich, immer eine komische Situation, aber was wollte ich sagen? Nur wenn die Kameras dabei sind, sonst nicht, Schatz. Nein, aber im Film sieht das jetzt auch so aus, als wenn wir das irgendwie tagelang gemacht haben, aber das war wirklich nur, das haben wir relativ kurz gemacht. Und aber es ist halt im Film jetzt sind mehr. Ja. Nächste Frage. Kommen wir nochmal zu Same, Same, but Different. Das ist ja eine wahnsinnig dramatische und sehr, sehr tragische Geschichte. Eine wahre Geschichte noch dazu. Ein junger deutscher Journalist fährt nach Kambodscha, verliebt sich dort in eine Frau. Die verliebt sich in ihn. Er kommt dann erst drauf, dass sie eine Prostituierte ist. Dann fährt er zurück und sie ist HIV-positiv. Sie ist HIV-positiv. Er versucht, sie zu unterstützen. Das ist alles sehr kompliziert. Er fährt dann nach Kambodscha und in echt lebt dieser Typ heute auch wirklich in Kambodscha. Immer noch sehr jung, lebt mit der Frau zusammen, die haben zwei Kinder. Das ist die wahre Geschichte. Und der war jetzt bei den Dreharbeiten ja dabei. War das nicht sehr merkwürdig? Ja, schon. Also es war schon merkwürdig, weil es auch die erste Geschichte ist von mir, die ich mache, sozusagen, die wirklich passiert ist, die auf einer wahren Begebenheit basiert. Aber ich finde es gar nicht so tragisch. Also ich finde, es hat ein Happy End zum Beispiel. Sie haben eine Familie gegründet und das war ihr Traum sozusagen, auch der Traum von der echten Zrikau. Und es ist Romy und Julia mit Happy End sozusagen. Ist Detlef Buck sowas wie dein Lieblingsregisseur? Ja, kann ich ja? schon sagen, einer meiner Lieblingsregisseure. Und da hat sich auch so eine Freundschaft schon gebildet? Ja, also es ist natürlich, glaube ich, schon hilfreich in dem Beruf, dass man sich kennt, sehr gut kennt und dass man weiß, wie man mit verschiedenen Schauspielern umgehen muss. Und also ich glaube schon, dass... Der war ja auch schon mal hier, wir haben da lange über die Angst oder die Möglichkeit von Prostata-Problemen gesprochen. Hat er mir erzählt. Wie geht's ihm inzwischen? Ich glaube, er hat sich gebessert. Grüßt du ihn bitte und ja, mach ich. Richtet seiner Prostata schöne Grüße aus. Wie ist es eigentlich, wenn man so talentiert ist in jungen Jahren, hast du eine Schule fertig gemacht eigentlich? Oder bist du rausgerissen worden und... Ich wollte eine Schule machen eigentlich, eine Schauspielschule in England, in London. Ja, ich meine jetzt aber so Abitur. Achso, du meinst, ich habe aufgehört nach der 10. Also ich habe die mittlere Reife sozusagen. Aber stimmt es, dass du auf der gleichen Internetschule warst wie Tokyo Hotel? Ja, also das stimmt schon, aber das hat auch nicht sehr lange gehalten im Prinzip. Das war während Krabat, aber ich habe halt gemerkt, ich konnte nicht nach so einem 20-Stunden-Drehtag sozusagen noch jetzt ja. Mathe lernen. Ja. Und das ist ein Problem. In Österreich gibt es auch 10.000 Schüler, die keinen Abschluss machen. Und das ist ein Problem, weil die dann alle auf der Straße stehen und keine Ausbildung haben. Und ich habe mich erkundigt, die FPÖ hat nur 34 Nationalratsabgeordneten-Sitze. Das heißt, die können auch nichts werden dann. Riesenproblem. Riesensoziologisches Problem. Wo soll deine Karriere noch hingehen, wenn man mit 19 praktisch alles erreicht hat? Ist ein Tatort zum Beispiel, wäre das noch sowas, was dich interessieren würde? Ja. Ja? Also da gibt es schon schöne Tatorte. Aber Anna und die Liebe zum Beispiel? Ja, das geht als David Cross nicht mehr, oder? Man kann bei Anna und die Liebe nicht mehr mitspielen. Weiß nicht, ich habe noch nie ein Angebot bekommen. Aber ja, die Guten kriegen keine Angebote. Ja, von dort. Ja. Aber ich stelle es mir schwierig vor, wenn man mit 19 so viel erreicht hat, wie soll es dann weitergehen? Ich bin jetzt 27 und habe. Und bei mir kommt nichts mehr. Echt schwierig. Meine Damen und Herren, dieser junge Mann, der trotz einer schweren Krankheit zu uns gekommen ist, mit der letzten Kraft, die ihm noch geblieben ist, ist vor kurzem gewählt worden von einem amerikanischen Magazin. Du weißt schon, was ich jetzt meine. Ja. Die Liste der 100 schönsten Menschen der Welt, oder? Unter 21, richtig? Ja, ja, wirklich. Zu Recht. Zu Recht. Vollkommen zu Recht. Er ist auch der Einzige, heute, der nicht geschminkt ist, während wir alle mehrere Stunden, Robert, tagelang in der Maske waren. Findest du das gut oder kommt das, fandst das dann, hat dich das ein bisschen auch gefreut oder? Ja, ich persönlich konnte es jetzt nicht verstehen, aber... Ich kann schon verstehen. Ja, ich kann es wirklich verstehen, ja. Wahnsinnig, also nicht die klassische Idiotenschönheit, sondern interessantes... Gesicht und unglaublich gute Ausstrahlung. Ja, viel zu gerne Nase. Aber
Ich muss noch mal drauf drücken, der Erfolgsdruck der Nacht, der Vorleser da war, muss ja wahnsinnig groß sein für dich. Oder kann man das in dem Jugendlichen, wenn ich das immer so väterlich formulieren darf, in diesem jugendlichen Überschwang, kann man das irgendwie so wegreden? Es ist egal, was kommt, ich mach die guten Sachen. Ich würde vor Nervosität wahnsinnig werden. Wenn ich so einen großen Erfolg hatte in so jungen Jahren, was soll dann noch du besser Du kommst werden? In die Situation nicht. Naja, aber... Das habe ich zum Beispiel sehr lustig gefunden. Ja. Ja, aber du hast recht natürlich. Also, wie geht man damit um? David und ich, wir reden hier auf einem anderen Niveau ich als weiß hier. Schon, ja, ja. Also hast du Angst, lass mich anders formulieren, hast du Angst zu scheitern? Ich hatte jetzt bei jedem Projekt eigentlich immer ein bisschen Angst, aber ich glaube, das ist auch so eine gute Angst, dass man nicht sozusagen ganz sicher da ans Filmset kommt und sagt, das mache ich jetzt sowieso, ich habe ja jetzt den Vorleser schon gemacht, jetzt kann ich auch das machen. Also das, deshalb ist die Angst, die hilft mir auch auf eine gewisse Art und Weise. Ja, und du lässt dich von diesem Filmgeschäft auch nicht kaputt machen? Drogen spielen keine Rolle? Nein, nein, nein. Das wirkt jetzt gerade gespielt. Aber wenn ich da mal denke. So sind österreichische Schauspieler. Eine gewisse Outrage. Kriegst du jetzt Angebote aus Amerika und wirst du ausschließlich dort dann begrenzt wieder auf den Nationalsozialisten oder den Soldaten? Ja, also den Wehrmachtsangehörigen? Es kommt schon häufig vor, dass der erste Satz 1943 oder so heißt. Aber es gibt schon auch andere Projekte und mal schauen. Also ich habe jetzt noch nichts Amerikanisches, aber ich mal schauen, was kommt. Wir freuen uns jedenfalls sehr, wenn wir dich im Kino sehen und möchten uns herzlich bedanken, dass du da warst. Schauen Sie sich den Film Same, Same, But Different mit David Cross in der Hauptrolle an. Ich möchte mich sehr bedanken fürs Hiersein. Alles Gute, gute Besserung. David Cross und Robert Palfrader waren heute bei uns.